Ja, ich bin Hans-Joachim Barnier, habe einen kleinen Obstbetrieb in Bielefeld und jetzt vielleicht vorweg, dieses Thema, das kann man jetzt so abhandeln, dass ich sage, ja, das und das und das ist, kann man für Agroforstsysteme gut verwenden und andere Sorten nicht. Aber ich möchte euch sozusagen ein bisschen auf die Folter spannen, insofern also meine Geschichte in den ganzen Obstbau zurückzumachen, also zu schauen, was ist eigentlich im Obstbau passiert, warum ist der Obstbau heute eigentlich eine der Kulturen mit dem höchsten Pflanzenschutzmitteleinsatz, was ist eigentlich passiert, war das immer so und so weiter und wo ist die Züchtung hingegangen die letzten 150 Jahre und wo geht die Züchtung heute hin und wo sollte sie eigentlich hingehen, wenn man ökologisch denkt. Also da will ich den Bogen etwas weiter spannen. Aber zunächst mal kurz stelle ich mich noch mal vor. Also mit diesem Betrieb habe ich mal Anfang der 90er Jahre angefangen, an sich mit Streuobstwiesen. Und habe dann aber 1995 Gelände langfristig pachten können, also städtisches Gelände. Und habe dort auch noch mal 3 Hektar insgesamt langfristig pachten können. Sodass ich jetzt so eine Mischung habe aus Streuobstflächen, 3 Hektar und 2 Hektar habe ich einen Sortengarten aufgebaut. Da ist Buschobst auf sogenannten mittelstarken Unterlagen. Die Lage ist auf den ersten Blick gar nicht so einfach, ist auf den ersten Blick ein bisschen schwierig. Das ist ein Nordhang, da denkt man erstmal, oh, da wird doch das Obst nicht so reif. Das ist Waldrandnähe, oh, Verschattung und vielleicht auch höherer Pilzbefall, wenn es da immer feucht bleibt. Also wir haben durchaus sehr stark mit Schorf, mit Apfelschorf zu tun. Kommt nachher noch mal ein Foto, was das ist, für die, die das nicht wissen. Wir haben ansonsten lehmigen Boden, haben diese Waldrandnähe und das führt dazu, dass der Schorfdruck relativ hoch ist auf die Sorten, auf die Äpfel und auf die Blätter. Mehltau haben wir dafür etwas weniger, weil der Nordhang etwas eine kühlere Lage ist. Der ist in Baden-Württemberg, in Stuttgarter Raum bestimmt viel doller vorhanden als bei mir. Das heißt, damit habe ich weniger zu tun. Mit Obstbaumkrebs habe ich etwas mehr wiederum zu tun, weil ich schwere Böden habe. Ja, die Nutzung des Obstes von diesen Flächen ist gemischt. Das heißt, wir ernten alles raus, was als Tafelobst sich gut vermarkten lässt. Und der Rest wird aufgesammelt oder am Schluss der Saison auch abgeschüttelt und landet in Apfelsaft. Sozusagen das Steckenpferd der ganzen Sache ist ein Sortengarten mit ca. 400 Apfelsorten und auch noch einigen Sorten von anderen Obstarten, also Pflaumen, Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche und so weiter. Und das Entscheidende ist eigentlich, ich mache keine Fungizidspritzungen gegen Schorf oder Mehltau oder Ähnliches. Das heißt auch nicht das, was im biologischen Anbau an Maßnahmen ergriffen wird, das mache ich nicht. Also keinerlei Maßnahmen gegen Pilzbefall. Da sagen manche, das ist verrückt, das geht gar nicht. Und Franz Ruhes aus Weinsberg am Obstinstitut Weinsberg, als ich dem das mal erzählt habe, da hat er gesagt, ja, sie haben einen Schreckensgarten. Das entfuhr ihm so dieses Wort, dass es im Obstbau ist so etwas, wenn man überhaupt nichts macht an Pflanzenschutz, ist das sozusagen synonym mit Schreckensgarten, was dort assoziiert wird. Ich mache auch sehr wenig Spritzungen oder Maßnahmen gegen Schädlinge, mit einer Ausnahme. Wir machen etwas gegen den Apfelwickler, weil das ist unser Hauptschädling. Wenn wir da gar nichts machen würden, dann würden wir starke Einbußen haben in der Vermarktung. Da machen wir was, das ist sozusagen der Hauptgegner, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und da machen wir auch die Dinge, die der biologische Anbau macht und machen darf, die machen wir dort auch, aber auch nur in reduziertem Niveau. Also wir machen es längst nicht so oft und so viel, wie das im Bioanbau gemacht wird, sondern in einer reduzierten Version. So, das vielleicht zum Betrieb. Seit 2015 ist endlich die Direktvermarktung möglich über einen eigenen Hofladen, weil direkt neben der Pflanzung, die ich dort schon lange habe, das ein Haus zu verkaufen war, was ich dann habe renovieren lassen. Und jetzt haben wir da einen Hofladen und können sehr viel von diesem Obst direkt verkaufen, sind nicht mehr so über Läden und Fremdvermarktung angewiesen. Das macht das Ganze viel angenehmer, seitdem macht die Sache viel mehr Spaß, weil wir den Kunden direkt haben und nicht immer nur von den Läden gesagt bekommen, was der Kunde will. Also Vermarktung war immer ein sehr schwieriges Feld. Das ist jetzt, hat sich ganz gedreht und das macht dann auch Spaß. Obstbau ohne Fungizide. Ich bin ja Quereinsteiger gewesen. Ich habe damals in der Stadt gewohnt und wollte aber irgendwie was draußen machen. Und naja, Obst war so das, was mir von der Kindheit am nächsten lag. Ich bin aber nicht vom Fach gekommen, sondern bin als Quereinsteiger da rein. Und ich hatte natürlich auch diese
Vorstellung, naja, also ohne irgendwelche Spritzungen das zu machen, geht das überhaupt, geht das nicht? Und viele haben gesagt, das ist Quatsch, das geht nicht. Und wenn man diese Äpfel hier anguckt, dann ist das auch so, dass man solche Äpfel natürlich nicht vermarkten kann. Niemand wird erkennen von euch, was das für eine Sorte ist hier drauf. Das ist nämlich, sind nämlich meine Jonagold. Ich habe auch ein paar Jonagold mitgebracht hier, die habe ich hier auch. Die sehen so ähnlich aus dieses Jahr. Also das wird bei mir gar nichts in dieser schattigen und Waldrandnähe und in dem, sozusagen mal in dem etwas feuchten Klima wird es gar nichts. Also von daher, das ist in Bezug auf diese Sorte, ist das wirklich ein Schreckensgarten. Und das betrifft nicht nur diese Sorte, sondern viele Sorten des modernen Anbaus. Und wenn man die Fachpublikationen des Obstbaus heute durchliest, dann ist das eigentlich auch, dann geht es eigentlich immer nur um Krankheiten und Schädlinge und was man dagegen tun kann. Das ist eigentlich das Hauptthema in den Zeitschriften, immer rechts und links flankiert von den Anzeigen der Hersteller der Pflanzenschutzmittel, egal ob jetzt biologisch oder konventionell. Das ist immer das Hauptthema. Und das Interessante war jetzt, je länger dieser Sortengarten existierte, desto mehr habe ich festgestellt, dass manche Sorten tatsächlich schrecklich aussahen und andere Sorten aber eben nicht im gleichen Jahr. Und dann habe ich erst gedacht, vielleicht ist das dieses Jahr zufällig so, vielleicht nächstes Jahr anders. Aber über die vielen Jahre hat sich erwiesen, es sind immer die gleichen Sorten, die gut aussehen, es sind immer die gleichen Sorten, die schlecht aussehen, immer auf unterschiedlichem Niveau, je nachdem, wie die Jahreswitterung so verläuft. Manchmal sah alles ein bisschen besser aus, manchmal sah alles katastrophal aus. Aber es gab immer Sorten, selbst im katastrophalsten, nassen Frühjahr, sah es immer so aus, dass es immer noch Sorten gab, die sauber aussahen, die vermarktbar waren. Auch im schlechtesten, also von der Witterung her schlechtesten Obstjahr. Und dann habe ich natürlich mich gefragt, was ist denn eigentlich das Problem da im Apfelanbau, dass die heutigen Sorten, die ich da auch mitgepflanzt habe, ich habe in diesem Sortengarten auch moderne Sorten, dass die so überhaupt vollkommen versagen, was ist eigentlich los? Und dieses Bild im Supermarkt, der schöne Schein, der täuscht halt. Wir haben in Wirklichkeit, sind die meisten der heutigen Sorten sehen ganz anders aus, wenn man sie nicht intensiv mit Pflanzenschutz behandelt. Auch jetzt sage ich wieder, egal ob konventionell oder mit viel Aufwand biologisch. Aber ohne Behandlung sieht das Obst keineswegs so aus. Ich habe hier nur mal so Beispiele, Jonagold, Elster, Pinova, das sind so Standardsorten heute auf dem Markt. Die sehen meistens bei mir so aus wie hier auf den Bildern. Und je nachdem, wie das Jahr verläuft, 2014 hatten wir ein nasses Frühjahr, da sind die Jonagold gar nicht groß geworden. 2008, da sind sie ein bisschen größer geworden, da war es dann sozusagen, da konnte ich sie noch als Mostobst verwerten. 2014 eigentlich gar nicht verwerten. So, ne? Also das ist immer, das hat dann mit der Witterung zu tun. Moderner Obst, Erwerbsobstbau heute gehört zu den Kulturen mit dem mengenmäßig größten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln pro Hektar. Ich glaube, der Weinbau ist auch irgendwo so ähnlich hoch. Und auch entgegen allen Diskussionen über den integrierten Anbau und den präziseren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln steigt der Einsatz eigentlich immer noch an. Es ist nicht so, dass der viel weniger wird. Teilweise liegt das jetzt vielleicht an neuen Mitteln, die vielleicht nicht mehr ganz so radikal sind, dass man dann wieder aber mehr spritzen muss und so weiter. Es geht in den Fachzeitschriften nur darum und 20 bis 30 Spritzungen im konventionellen Anbau sind durchaus normal. Das Münchner Umweltinstitut hat vor kurzem Spritztagebücher aus Südtirol ausgewertet. Die waren 2017 auf 40 Spritzungen pro Jahr. Also in einer Saison von der Blüte bis zur Ernte. Also das kann auch höher ausfallen. Und die Rückstände essen wir halt mit als Konsumenten im konventionellen Anbau. Und es gibt zwar immer Grenzwerte für einzelne Pflanzenschutzmittel, aber nicht für die kumulative Wirkung von Cocktails. Dafür haben wir keine Grenzwerte. Und alle Obstbauern sind sich aber einig, ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, das ist undenkbar, das geht nicht. Das sagen alle. Und das Hauptproblem ist der Apfelschorf, das sind eben diese Flecken, die hier die Früchte befallen haben, aber eben auch die Blätter befallen. Und wenn die Blätter eben im Frühjahr befallen werden, dann assimilieren die nicht und dann bleiben im Zweifelsfall die Früchte ganz klein, weil die Blätter einfach die Assimilation nicht mehr funktioniert. Wenn die Blätter eben auch schon Flecken haben und dann schon im Juni, Juli braun werden. Ne? So, also von daher, der Apfelschorf ist das Hauptproblem heute im Anbau. Und damit haben auch die Bio-Obstbauern natürlich zu tun. Die dürfen die chemischen Mittel nicht verwenden. Und das heißt, die Mittel, die von innen wirken, die Pflanze aufnimmt und die von innen wirken, das dürfen sie nicht verwenden, weil eben dann Rückstände in den Früchten
sind. Stattdessen verwenden die Bio-Obstbauern gegen Pilzkrankheiten vor allen Dingen Kupfer und Schwefel. Im frühen Frühjahr, wenn es noch kalt ist, eher Kupfer und später, wenn es wärmer wird, wird meistens Schwefel verwendet. Und die Bio-Obstbauern kommen je nach Saison auch auf 30 bis 60 Spritzungen, weil sie ja immer vorbeugend spritzen müssen. Sie können nicht im Nachhinein, wenn Schorfinfektionen da sind, im Nachhinein die Schorfinfektion stoppen, sondern sie müssen immer vorbeugend Beläge auf die Blätter aufspritzen, damit Pilze überhaupt nicht ins Blatt eindringen können. Das ist die Kunst. Die müssen also immer mit dem Ohr am Wetterbericht sein und immer vorbeugend schon wieder neue Spritzungen, Schwefelspritzungen machen oder eben bei kälteren Temperaturen Kupferspritzungen. Das ist deutlich mehr Arbeit, eben auch deutlich mehr Durchgänge an Spritzungen natürlich, weil die Mittel nicht so wirken wie die konventionellen. Problem ist natürlich, dass Kupfer sich allerdings im Boden anreichert und das Bodenlebewesen negativ beeinflussen kann. Und Schwefel und Kupfer verändern auch, die Spritzungen verändern auch die Blattflora. Das schädigt nämlich indirekt doch auch Nützlinge. Also ich sehe das zum Beispiel, dass wenn man das in Anlagen mit diesen Spritzungen regelmäßig die Bio-Obstbauern Probleme mit Blattläusen haben, da müssen sie dann auch wieder biologische Maßnahmen gegen ergreifen. Ich habe eigentümlicherweise in meiner Anlage seit 15 Jahren keine Blattlausprobleme mehr. Also wo ich nichts mache. Also immerhin ist da auch mal ein Vorteil, keine Blattlausprobleme. Die sind so marginal, dass ich da eigentlich nichts gegen mache. Also das heißt, so indirekte Negativwirkungen gibt es da durchaus. Und Kupfer im Boden ist ja auch ein bisschen umstritten, insofern, weil es das Bodenlebewesen etwas schädigt und dann die Regenwürmer nicht so gut arbeiten und dann liegt wieder Falllaub in der Anlage. Das muss dann wieder mit Laubsaugern weggesaugt werden vor der nächsten Saison. Also man hat da sozusagen im Gefolge hat man auch wieder mehr Arbeit. Auch die Bio-Obstbauern sagen aber, ohne intensive Pflanzenschutzstrategien ist ein Anbau nicht möglich. Jetzt ist die Frage, war das schon immer so? Dann gehe ich mal zurück. Die älteste deutsche Apfelsorte, die historisch dokumentiert ist mit Namen, das ist der Edelborstdorfer. Der ist im 13. Jahrhundert entstanden, also im tiefen Mittelalter, in einem Kloster bei Jena, einer Klosteranlage bei Jena. Diese Sorte gibt es jetzt 800 Jahre und die hat bis heute kein Schorf, kein Krebs, kein Mehltau. Man kann sich geschmacklich streiten, ob man die jetzt die tollste Sorte findet, aber immerhin sieht man da, also es war, was Krankheitsanfälligkeiten angeht, gab es auch andere Dinge. Und wenn wir zurückgucken in das Kaleidoskop alter Sorten, die vor 1900 entstanden sind, da finden wir ganz viele, die super robust gegen Schorf, gegen Mehltau und gegen Obstbaumkrebs sind. Manche sind gegen alles resistent, manche sind auch, sagen wir mal, gegen zwei Krankheiten resistent, haben dann vielleicht ein bisschen Anfälligkeit gegen Krebs und so. Das kann man dann standortmäßig berücksichtigen. Aber es gibt deutlich robustere Sorten als das, was wir heute haben. Und diese Bilder hier, die mache ich immer in meiner Anlage und das ist alles immer ungespritzt. Dramatische Vitalitätsunterschiede sieht man auch am Laub. Ne? Also wenn ich rechts oben haben wir Jonagold, das ist eben mit einem frischen Schorfbefall. Unten Pinova, das ist noch eine andere Pilzkrankheit, auf die komme ich nachher noch kurz. Und links haben wir zwei Sorten, die haben wirklich dramatisch tolles Laub jedes Jahr. Egal wie nass das Frühjahr ist, egal was da für Pilzkrankheiten unterwegs sind in der Anlage. Die Nachbarbäume sind befallen und diese Sorten sind nicht befallen. Also direkt nebenan steht der befallene Baum. Also bei mir stehen die Sorten alle durcheinander, deshalb haben wir manchmal eben die Befallenen neben den Gesunden direkt nebeneinander stehen und das steckt sich nicht an. Wir haben eben Sorten mit einem fantastisch gesunden Laub und das auch jedes Jahr. Was ist da passiert eigentlich? Wie hat sich das alles entwickelt? Jetzt muss man sich vorstellen, vor 1900 haben wir ja noch nicht diesen Intensivobstbau in Buschobstanlagen gehabt. Wir haben in der Regel den Obstbau im Nebenerwerb auf den Höfen gehabt, auf dem Hochstamm. Der Hochstamm war damals ja der Versuch, sozusagen eine Doppelnutzung, also sozusagen in der zweiten Etage oben noch eine Nutzung zu haben. Unten zu ackern oder das Vieh zu halten und oben dann noch einen zweiten Gewinn zu haben. Das war sozusagen das Konzept und das hat man sehr lange so gemacht. Das ist erst im 20. Jahrhundert hat sich das allmählich, sind andere Anbauformen entstanden. Und jetzt muss man sich auch vorstellen, Pflanzenschutzmaßnahmen der heutigen Art haben
bis 1880 überhaupt nicht stattgefunden. Also auch das Kupfer und Schwefel, was der biologische Anbau heute verwendet, dass das Fungizid wirkt, das hat man ja erst in den 1880er Jahren überhaupt entdeckt. Das heißt, vorher hat man, vor 1880 hat man überhaupt keinen Pflanzenschutz dieser Art betreiben können. Das heißt, man konnte auch nur mit Sorten arbeiten, die robust, von Natur aus robust sind gegen diese Krankheiten. Es hatte gar keinen Sinn, einen Jonagold anzubauen, das hätte überhaupt null Sinn gehabt, weil man die Strategien gar nicht hatte. Das heißt, das, was der Bioanbau heute macht, ist erst 1880, 90 sowas, kam das überhaupt erst die Erkenntnis, dass man da was machen kann. Und später die chemischen Maßnahmen sind ja noch später gewesen. Das war schon im 20. Jahrhundert, dass die chemischen Mittel da entdeckt wurden und dass man die angewendet hat. Das heißt, es gab auch schon krankheitsanfällige Sorten im 19. Jahrhundert durchaus. Der Cox Orange zum Beispiel, eine bekannte Sorte heute, der ist durchaus anfällig gegen mehrere Krankheiten, aber das war eine Liebhabersorte, die hat man nicht im großen Anbau gehabt, sondern das hat man an besonders günstigen Standorten, konnte man das dann machen, aber nicht im großen Anbau. Das heißt, das waren keine Hauptmarktsorten, sondern eher so Nebensorten, die man mitgenommen hat, weil sie eben toll schmeckten. Ja, dann sind im 19. Jahrhundert ja die Städte gewachsen und die Züchtung hat verstärkt darauf gesetzt, wir brauchen mehr Sorten, die man den Städtern verkaufen kann, die gut schmecken als Tafelobst. Und die Züchtung hat sich jetzt bemüht, Mitte des 19. Jahrhunderts hat man angefangen zu züchten und man hat sich dann immer nach dem Prinzip bemüht, dass man einen sehr gut Schmecker, den Cox Orange zum Beispiel, kreuzt mit einem robusten Massenträger, immer in der Hoffnung, dass man dann einen robusten Massenträger, der gut schmeckt, bekommt. Und unter 1000 Sämlingen mit etwas Glück findet man auch einen. Was? Genau. Und so ist gezüchtet worden einige Jahrzehnte bis etwa 1930, 40. Zum Beispiel ist der Holsteiner Cox rausgekommen, der sehr tolerant gegen Schorf. Und Schorf ist etwas anfällig für Krebs, aber eben hochtolerant gegen Schorf. Der sieht bei mir immer gut top aus. Alkmene ist auch so eine Sorte, 1930 noch gezüchtet in Münchenberg in Brandenburg. Auch hochtolerant gegen Schorf, Mehltau und Obstbaumkrebs. Discovery ist in England noch 1940 gezüchtet worden aus zwei alten englischen Sorten. Der ist wirklich hochtolerant gegen Schorf und auch gegen Mehltau. Kriegt etwas Obstbaumkrebs, aber das kann man wieder vom Boden her regeln. So, das sind Züchtungen aus dieser Zeit. Und dann kam die große Wende zum modernen Obstbau. Die kam in Amerika in den 30er Jahren, in Deutschland eigentlich erst 40er, 50er Jahre ging das allmählich los. Jetzt hat man angefangen und hat einen Massenanbau dieser Sorten Golden Delicious, Jonathan, McIntosh und Cox Orange begonnen. Dann erstmal die Frage, wer sind diese Sorten? Golden Delicious ist eine Sorte, die ohne Spritzung extrem schorfanfällig ist. Das heißt, das ist mein Schorfweltmeister. Jonathan, einen schönen rot, knallrot aussehender Apfel, ist mein Mehltau-Weltmeister. Man sieht das hier auf dem Foto, die Blätter sind alle von unten weiß und werden dann später dann rötlich und fallen ab. Cox Orange ist mein Obstbaumkrebs-Weltmeister. Wenn der ein bisschen schwereren Boden hat, hat der massenweise Obstbaumkrebs, ist also nicht schön zu pflegen, der Baum. Da sterben dann immer wieder Triebe ab und so, ist nicht besonders schön. Und McIntosh aus den USA ist Schorf- und Mehltau-anfällig. Das waren jetzt plötzlich die Sorten, die man angefangen hat anzubauen. Auch in Deutschland in den 1950er Jahren wurden Golden Delicious und Jonathan die Hauptsorten im Anbau. Diese Sorten, das sind alles ältere Sorten, die gab es alle schon vor 1900. Die hatten aber bis 1930, 40 keinerlei Bedeutung. Das heißt, was hat diese Sorten jetzt so attraktiv plötzlich gemacht, dass man die in Anbau nimmt, die doch so anfällig sind? Der Grund war, Golden Delicious, das ist eine Sorte, die blüht immer, jedes Jahr. Das heißt, auch wenn der Baum letztes Jahr voll hing, dann blüht er im nächsten Jahr wieder. Also er setzt nicht aus, wie das viele machen. Dieses regelmäßige und hohe Blütenansatz, das war eine interessante Eigenschaft. Das heißt, wenn man es jetzt schafft, mit Hilfe von Maßnahmen, Pflanzenschutzmaßnahmen, diesen hohen Blüten- und Fruchtansatz im Frühjahr über die Zeit zu bringen, dass er eben nicht verschorft ist, sondern eben gut aussieht. Wenn man das schafft, dann hat man einen hohen Ertrag. Das war eigentlich der Hauptgrund. Es gibt noch ein paar andere Gründe, die ich da aufgezählt habe. Das heißt, das war alles nur möglich mit dem Einsatz der neuen chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel. Nur weil die plötzlich existierten, konnte man jetzt im Obstbau Sorten anbauen, die man vorher nie anbauen könnte.
Das heißt, die Formel des modernen Erwerbsobstbaus ist ein hoher Fruchtansatz, der immer da ist, plus ein intensiver Pflanzenschutz. Am Ende haben die Bauern mehr Geld in der Kasse. Die Nachteile sind natürlich auch da, aber das sind die Vorteile. Und das ist im Prinzip die Formel, das ist auch bis heute so geblieben. Und das erscheint für heutige Obstbauern normal, dass Sorten krankheitsanfällig sind, das ist vollkommen normal, das wird überhaupt nicht in Zweifel gezogen. Das war aber nur Ergebnis einer bestimmten historischen Entwicklung. Die hätte auch anders gehen können, man hätte auch züchterisch mit Holsteiner Koks und solche Wege weitergehen können. Das hat man nicht gemacht, man hat umgeschwenkt auf diesen Weg der Chemie und mit denen konnte man kurzfristig erstmal viel höhere Erträge erzeugen. Die schlimmere Folge war aber eigentlich die, jetzt haben die Züchter alle angefangen, neu zu züchten. Das heißt, die haben jetzt nicht mehr gesagt, wir züchten so gesund mal gut schmeckend, sondern die Züchter haben jetzt gesagt, Mensch, wenn der Golden Delicious und der Jonathan, wenn das Erfolgsmodell ist wirtschaftlich, dann kreuzen wir die beiden miteinander. Das heißt, man hat jetzt angefangen, den Schorfweltmeister und den Mehltau-Weltmeister zu kreuzen, mit dem Ziel, dass der Golden Delicious sieht ja so gelb aus, das ist nicht so attraktiv, also mit dem Ziel, dass der ein bisschen rote Farbe kriegt und so, also, und aus Jonathan mal Golden Delicious wird Jona Gold. Ne? Also unser Jona Gold ist sozusagen das erste Produkt, 1940 in den USA gezüchtet, was genau das gemacht hat. Und das haben aber jetzt nicht nur die Amerikaner so gemacht, sondern das haben jetzt ab 1940 alle Züchter dieser Welt gemacht. Das heißt, alle Züchter in allen Ländern bis nach China und Japan und Neuseeland und Tschechien und überall haben alle das Gleiche gemacht. Alle haben jetzt angefangen, mit diesen 5 Sorten weiter zu züchten. Das heißt, nur noch mit hochanfälligen Sorten. Das heißt, nur hochanfällig mal hochanfällig. Und das heißt, das Zuchtziel Vitalität stand nicht mehr vorne, das war nicht mehr wichtig, weil die Bauern spritzen ja sowieso. Dann ist die Vitalität ja nicht so wichtig. Also hat man sich auf Fruchteigenschaften und technische Eigenschaften konzentriert und ob die Frucht schön aussieht und so weiter. Und mit dieser Wende beginnt gleichzeitig natürlich eine nie dagewesene genetische Verarmung. Wenn man immer nur noch 5 Sorten untereinander kreuzt, dann ist das natürlich auch eine genetische Verengung, die dann nebenbei mit erzeugt wird. Und ja, das hier nur so, wenn man jetzt hier durchschaut, so unsere Marktsorten, ne, dann sieht man, dass fast in jeder immer Golden Delicious drin ist. Und im Zweifelsfall, wenn mal nicht Golden drin ist, dann ist da Jonathan drin oder Red Delicious oder Cox Orange. Also immer sind diese Sorten drin und das ist in allen Marktsorten heute so. Wir haben praktisch keine Marktsorte mehr, wo das nicht der Fall ist. Ich glaube, Granny Smith ist noch unabhängig. Also und Boskop natürlich, das ist noch eine alte Sorte, die gibt es auch noch im Handel, aber die ist ja auch langsam am Aussterben im Handel. So, also das heißt, so und die Folge ist aber jetzt, dass wir eine augenfällig höhere Schorfanfälligkeit, Mehlveranfälligkeit haben. Wir haben dazu noch eine Krankheit, die nennt sich Elsinore Blattflecken, die zeige ich dann auch noch mal im Foto. Und wir haben auch noch eine höhere Anfälligkeit für Viren, das ist die Apfeltriebsucht. Der Golden Delicious ist der am stärksten, ist die Zeigerpflanze überhaupt für Apfeltriebsucht. Das heißt, jetzt haben die Obstbauern alle auch Angst, dass sie Viren in die Anlage kriegen, weil das dann ihre Erträge schmälert und so weiter. Das heißt, man musste jetzt unwahrscheinlich viel Pflanzenhygiene betreiben, die man vorher so gar nicht betrieben hat. Seitdem haben wir Reiser-Muttergärten seit den 60er Jahren. Reiser-Muttergärten, die Baumschulen dürfen nur noch virusgetestetes und virusfreigemachtes Material bestellen. Die dürfen nicht mehr einfach in der Landschaft irgendwo sich Reiser nehmen. Also sie sind alle gehalten, nur noch so. Das hat alles mit dieser Entwicklung zu tun. Das heißt, wir haben da einen hohen Aufwand und deshalb hat auch der Obstbau immer Angst vorm Streuobst, ne? Man hat immer Angst, dass aus dem Streuobst irgendwelche Viren wieder rüberkommen in die Obstanlagen. Ja, das unter anderem, ja. Aus dieser Krux heraus ist natürlich der Ruf nach resistenten Sorten lauter geworden in den 70er, 80er Jahren mit den biologischen Anbaubetrieben, die entstanden sind, mit Betrieben, die umgestellt haben auf Bioanbau. Die hatten natürlich große Probleme mit diesen Krankheiten. So, und was haben die Vertreter der klassischen Kreuzungszüchtung jetzt in den letzten 40, 50 Jahren versucht? Sie haben nicht auf traditionelle, robuste Sorten zurückgegriffen, sondern sie haben etwas anderes gemacht. Sie haben den japanischen Wildapfel Malus floribunda nachträglich in die modernen Sorten eingekreuzt. Warum? Die Schorfresistenz des Malus floribunda
konnte man analysieren, die lässt sich auf einem einzelnen Gen lokalisieren. Das heißt, man hat gesehen, nicht viele Gene zusammen sind für die Schorfresistenz zuständig, wie das bei unseren alten Sorten der Fall ist, sondern man konnte analysieren, dass ein einzelnes Gen in diesem Wildapfel, im Japanischen, zuständig ist für die Schorfresistenz dieser Sorte. Also hat man sich gesagt, ne, ganz schlau, wir kreuzen das in die modernen Sorten rein, dann holen wir die Schorfresistenz da rein. So, das heißt, man hat gesagt, das ist berechenbarer. Ne? Jetzt, man kreuzt nicht und muss immer hinterher gucken, was kommt raus, sondern man kann das besser berechnen, wenn dieses Gen vererbt wurde, was man dann ja auch wieder raus analysieren konnte, dann weiß man, ah, der ist schorfresistent. So, das heißt, es war eine Beschleunigung und eine bessere Manipulierbarkeit der Züchtung, hat man sich davon versprochen. Das sieht dann hier so aus, Golden Delicious, man hat in den USA angefangen, so jetzt muss ich mal schauen, ja, das geht nur da oben. Man hat Golden Delicious mit dem Malus Fluibunda gekreuzt, dann kam da ein amerikanischer, das war in den USA, dann hat man diesen Zuchtklon 1426 gehabt, den hat man jetzt mit Jonathan weitergekreuzt, dann kam da ein Zuchtklon raus, dieser 38 ORT16 und diese Klone hat man dann wieder den Züchtern in aller Welt geschenkt. Das heißt, wieder haben dann mit diesen Klonen, die da entstanden sind, haben dann andere Züchter in anderen Ländern weitergemacht. Die Tschechen haben das zum Beispiel mit Spartan gekreuzt, das ist eine Tochter von McIntosh. Da kam dann die, oh, Moment, jetzt muss ich zurück. Da kam dann Jolana bei raus. Jolana wurde mit Lord Lamburn gekreuzt in Tschechien. Die Mutter von Lord Lamburn ist James Grief. Inzwischen wissen wir, dass James Grief die Tochter von Cox Orange ist. Also das heißt, wir haben immer weitergekreuzt, immer mit dieser Familie sozusagen. Und das hat man dann mehrfach gemacht und so ist der Topaz entstanden. Ne? Und den Topaz kreuzt man jetzt schon wieder weiter mit der nächsten Sorte, die auch so einen Stammbaum hat. Also das lässt sich jetzt beliebig noch weitermachen. Aber damit will ich euch jetzt nicht so, dafür haben wir die Zeit nicht. Das heißt, fast alle der heutigen Neuzüchtungen und der schorfresistenten Sorten, die jetzt angepriesen wurden, auch nicht nur für den Erwerbsanbau, sondern auch für Privatleute, pflanzt euch diese Sorten im Garten. Die sind viel besser, die sind schorfresistent. Die stützen sich alle auf diese VF-Resistenz, auf dieses eine Gen vom Malus Fluibunda. Und haben aber ansonsten die modernen Sorten in der Genetik. So, das heißt, letztlich erhöht man wieder die genetische Verarmung damit. Also man bringt nicht eine genetische Erweiterung, sondern letztlich wieder eine genetische Verarmung mit diesen vielen Rückkreuzungen. Und die Stammbäume sehen dann so aus, das will ich jetzt aber nicht im Einzelnen durchgehen, das sind jetzt so die modernen Sorten, was die da so im Stammbaum haben. Das muss ich hier ein bisschen überspringen. Das Problem ist, die Schorfresistenz von den meisten dieser Neuzüchtungen sind inzwischen gebrochen. Das heißt, wir haben doch wieder Schorf. Das heißt, das hat keine 10 Jahre gehalten, dann kamen die ersten Resistenzdurchbrüche. Die Sorte Prima war eine der ersten in 80er Jahren schon, die schmeckte noch nicht so besonders gut. Die ist in Weinsberg, wurde damals schon 1985 beobachtet, der erste Schorfresistenzdurchbruch beobachtet. Also dieses Foto ist bei mir in der Anlage entstanden von dem Prima, der hat inzwischen bei mir Schorf. Ne? War eine schorfresistente Sorte, als solche gekauft. Revena ist auch eine Dresdner Züchtung, hat bei mir auch so, das fing 2014, 15 an, da kriegte Revena bei mir auch Schorf. Hatte er vorher nicht, also er hat vorher 10 Jahre keinen Schorf gehabt und dann ging das plötzlich los. Kriegte er wieder Schorf und wie man sieht, gar nicht so knapp, sondern durchaus ziemlich dolle. So, und jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs, wie denken die Leute? Wie erklärt man sich das jetzt alles? Ne? Also welchen Gedankenhintergrund hat man, um welche Erklärung zu finden? Ich habe diese Schorfdurchbrüche mal Gästen gezeigt. Das waren ein paar Obstbauern und Baumschüler. Und dann habe ich gesagt, ne, diese schorfresistenten Sorten haben bei mir schon Schorf. Das war 2005, da hatte ich nur wenig Schorf. Noch nicht so doll wie jetzt. Und dann haben die sofort gesagt, ja, also hier stehen ja so viele alte Sorten, die so viel Schorf haben. Also bei dem hohen Schorfdruck in dieser Anlage ist ja kein Wunder, dass die unsere tollen schorfresistenten Sorten jetzt auch ein bisschen Schorf kriegen. Okay, konnte ich nicht viel entgegensetzen, musste ich erstmal so hinnehmen. Bis ich 2 Jahre später Kontakt hatte zu Kurt Fichtner vom Lakenhof in Oelde. Der hatte so eine ähnliche Idee gehabt wie ich. Der wollte auch eine Plantage anlegen ohne Spritzung.
und hat das aber mit den modernen schorfresistenten Sorten gemacht. Das heißt also keine Schorffänger, also nicht so viele alte Schorffangsorten in der Nähe, sondern nur die schorfresistenten Sorten, wo also nichts von außen passieren kann. Und die Anlage, wie man hier auf dem Luftbild sieht, ist auch gut durchlüftet. Das heißt, im Gegensatz zu mir, wo der Waldrand da in der Nähe ist und noch mehr Schorf bringt, war das hier schön durchlüftet. Und da hätte ja eigentlich alles gut gehen müssen. Und genau in dieser Anlage habe ich das erste Mal 2007 richtig Schorf gesehen. Dessen Topas sahen damals 2007 so aus, meine sahen noch im gleichen Jahr noch gut aus und die sahen viel schlimmer aus, obwohl da jetzt keine Schorfsorten von nebenan daneben standen. Also eigentlich hätte es genau umgekehrt sein müssen. Und jetzt war das andersrum. Dann geht natürlich das Denken los. Ne? Also woran liegt das? Ne? Und inzwischen übrigens sieht der Topas manche Jahre bei mir so aus. 2019 hatte ich so viel Schorf im Topas, dass die Früchte alle so klein geblieben sind. So ähnlich wie meine Jonagold. Ne? So sahen die Topas 2019 auch aus. Das heißt, nicht ein bisschen Schorf, sondern Vollschorf. So, das heißt, für mich ist das Fazit, diese Strategie der sogenannten monogenetischen Schorfresistenz ist nicht nachhaltig. Das heißt, es reicht nicht, eine hochinzestuös überzüchtete Sorte, die eigentlich nur von, sag ich jetzt mal, Krankheiten in sich vereinigt, mit einem einzelnen Gen gesund machen zu wollen. Das funktioniert nicht, das hält ein paar Jahre und dann geht das wieder kaputt. Das ist bei den alten Sorten eben anders. Da sind viele Gene zusammen, die dafür sorgen, dass eine Sorte resistent ist. Und hier lässt sich das eben durch leichte Mutationen von den Pilzrassen relativ schnell überwinden. Und wie gesagt, es geht nicht um ein bisschen Schorf, sondern um einen ziemlichen Zusammenbruch, der auf Dauer, sagen wir mal, wieder die gleichen Spritzungen erfordert wie vorher bei den alten Sorten. Dazu kommt noch was anderes. Es gibt diese neuartige Krankheit Elsinori-Blattflecken, die übrigens auch ein Erbe von Golden Delicious ist. Das habe ich mit dem kleinen Bild hier versucht anzudeuten. Das kommt auch daher. Und diese Krankheit heißt inzwischen Topaz-Spots im Institutsjargon. Warum? Weil der Topaz der Hauptbetroffene ist. Und diese Flecken, die können dann eben auch mal ziemlich brutal aussehen. Ne? Da kann die Frucht am Baum anzufangen zu faulen. Diese Flecken auf den Blättern, das ist die gleiche Krankheit. Hier bei Rubinola auch die gleichen Flecken. Und das kann so dolle sein, so große Flecken sein, dass die Früchte anfangen am Baum zu faulen und zu stinken. Der Kurt Fichtner hat damals seine Früchte noch nicht mal mehr zur Mosterei bringen können, weil die Früchte so gestunken haben, dass man die gar nicht mehr verwerten konnte. Wie jetzt die Probleme lösen? Ja, jetzt kommen die Wissenschaftler und sagen, wir brauchen die Gentechnik. Wir brauchen die Gentechnik und ja, einer hat ja im Biobereich diese Debatte dann nochmal kräftig befeuert. Das war der Urs Nickli, Leiter des Fiebels damals, hat die Debatte befeuert, indem er gesagt hat, was hat sich denn der Bioanbau so dagegen? Da ist doch Potenzial drin. Und das hat er begründet, ausgerechnet am Apfel. Das fand ich interessant. Nehmen Sie die Schorfresistenz beim Apfel, man kann diese Eigenschaft durch Einkreuzen des japanischen Holzapfels erzielen. Mit CRISPR-Cas kann man das betreffende Gen aus dem Holzapfel gezielt und schnell in den Kulturapfel einfügen und das Ergebnis ist viel besser. Es gibt zwar noch gar kein besseres Ergebnis, aber das steht auf dem anderen Blatt. Aber ne, also das Argument ist, das kann man jetzt viel schneller. Dass er das ausgerechnet mit dem Gen argumentiert, was gerade schon gescheitert ist, spricht auch für sich. Aber man könnte ja noch irgendein anderes Gen suchen. Es muss ja nicht das eine Gen sein. Ja, dass diese Schorfresistenzen wieder zusammenbrechen nach kurzer Zeit, das ist sowohl Herrn Nickli als auch anderen Genetikern nicht entgangen. Deshalb haben sich die Argumentationen jetzt auch verändert. Das heißt, inzwischen wird auch anders argumentiert. Es wird gesagt, es dauert in der Regel 20 Jahre, eine Apfelsorte zu züchten. Das ist richtig. Oft verändert sich der Erreger dann schon nach 5 Jahren so, dass er die Früchte doch wieder schädigen kann. Also das heißt, dass da Durchbrüche, Resistenzdurchbrüche passieren, wird gar nicht bestritten. Aber wir brauchen genau deshalb die Gentechnik, weil wir jetzt schneller sind. Wir brauchen nicht mehr 20 Jahre, sondern wir fügen da ein Gen in den Elster ein oder in irgendeine andere Sorte und dann haben wir sie ganz schnell schorfresistent. Und das heißt, wir können die Resistenzeigenschaften, das ist jetzt auf der Seite www.transgen.de, wir können die Resistenzeigenschaften einer Kultursorte schnell und mit vergleichsweise wenig Aufwand den sich immer wieder ändernden Strategien der Krankheitserreger anpassen.
Das ist jetzt die Argumentation. Deshalb, weil wir schneller sind und immer reagieren können. Das heißt, wir müssen immer wie Hase und Igel, wir müssen immer einen Schritt schneller sein und dann kommen die Krankheitserreger hinterher und machen uns unsere Ergebnisse wieder kaputt irgendwann. So, das, kann das die Strategie sein? Nebenher wird dann auch gesagt, Resistenz auf dieser Seite transgen.de, die Resistenzeigenschaften von Pflanzen seien nun einmal im Verlauf der jahrhundertelangen Züchtung verloren gegangen. Das nennt man ein Narrativ. Es ist eine Behauptung, die nicht beweisbar ist. Es wird einfach so in den Raum gestellt. Das klingt auch erstmal irgendwie vernünftig und plausibel. Wenn man aber genau hinguckt, stimmt das nämlich überhaupt nicht, weil die Resistenzen sind verloren gegangen 1940. Das kann man genau datieren, man kann genau sagen, mit welchen Züchtungsstrategien, mit welchen Sorten das verloren gegangen ist. Das ist nicht irgendwann im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen, sondern genau ab 1940. Und das ist sozusagen, das nennt man ein Narrativ, wo ich sagen würde, das ist Ideologie. Wenn man so ein Narrativ verbreitet und das aber zur Grundlage auch der eigenen Argumentation macht. So, das heißt, es wird so getan, als sei es ein Naturgesetz, dass Resistenzen immer nur kurz halten. Ne, deshalb brauchen wir die Gentechnik. Solche Argumente ignorieren aber, dass wir sowas noch nie vorher entwickelt haben. Also noch nie vorher gesehen haben bei den Apfelsorten. Wir haben Sorten, die sind eben, ne, das kann ich jetzt hier ganz schnell machen, wir haben einfach einige Sorten, die sind stabil und die haben sich auch im Laufe von ihrer Entstehung bis heute nicht verändert. Also ein Holsteiner Koks ist heute immer noch genauso resistent oder empfindlich wie vor 100 Jahren. Da ist kein Unterschied. Mit ganz klassischer Züchtung, also Gutschmecker mal robuste Sorte. So, das heißt, wir haben solche zusammenbrechenden Resistenzen vorher nie beobachtet im Obstbau. Ich kenne kein Beispiel, wenn mir jemand ein Beispiel sagt, gucke ich mir gerne an. Ich kenne kein Beispiel, wo sowas mal passiert ist. Das passiert erst, seitdem die Züchter meinen, sie können mit dem Blick aufs Einzelne gehen und zur Züchtung revolutionieren. Erst seitdem haben wir diese neuen Probleme. So, dann gibt es noch ein zweites Argument. Nicht die genetische Konstitution ist daran schuld, das sagen viele Bio-Obstbauern, sondern wenn der Massenanbau, das ist die Ursache des Problems. Also wenn ihr eure alten Sorten, wenn wir die jetzt auch in Massenanbau nehmen würden, dann würde das Gleiche passieren, dann würden auch die Resistenzen zusammenbrechen. Auch das ist ein Narrativ, was sich hartnäckig hält in der wissenschaftlichen, obstbaulich-wissenschaftlichen Szene. Und auch das ist schlicht falsch. Denn wir haben viele dieser Sorten wie Holsteiner Koks. Ein Holsteiner Koks ist mehr im Anbau gewesen und ein Boskop ist mehr im Anbau gewesen als heute ein Topas. Das heißt, wir haben diese Sorten im Massenanbau gehabt und die haben sich bis heute aber als Sorte überhaupt nicht verändert. Die sind immer noch genauso robust wie vor 100 Jahren. Das heißt, wir hatten Sorten im Massenanbau. Also das ist, und umgekehrt, es gibt moderne Sorten, wie diese Sorte Prima, die ich vorhin gezeigt habe, die ist in gar keinen Massenanbau gekommen. Und die Schorfenresistenz ist trotzdem zusammengebrochen, also auch umgekehrt. Also das heißt, von den modernen Sorten, die brechen auch zusammen, obwohl sie überhaupt nicht im Massenanbau sind. Also das heißt, das ist für mich, deshalb ist diese Argumentation total verkehrt. Es liegt tatsächlich an dieser seit 80 Jahren betriebenen genetischen Verarmung und auch in Richtung Krankheitsanfälligkeit stattfindenden Verarmung. So, Apfelsorten in extensiven Anbausystemen, also über Züchtung, wie man es sonst machen könnte, das lasse ich hier raus. Vielleicht so ein bisschen, wenn wir uns in der Landschaft umschauen, dann haben wir einfach viele Sorten, die sehr breit anbaufähig sind. Also das heißt für viele Standorte auch in ganz Deutschland. Die eine Sorte ist vielleicht mehltauresistent, die kann ins warme Klima, die andere ist vielleicht schorfresistent, die kann auch an feuchte Standorte. Also wir haben immer verschiedene Eigenschaften, die wir an den Standort anpassen können. Aber im Großen und Ganzen haben wir Sorten, die man relativ breit anbauen kann. Und wenn wir in einzelne Regionen schauen, hat jede Region auch nochmal ihre eigenen Sorten. Das erleben wir überall, wenn wir Kartierungen machen, mal in anderen Gegenden. Das ist jetzt mal der Westen, das Rheinland und die Mittelgebirgsregionen im Rheinland, Westerwald, Hunsrück und so, was man da an Sorten findet. Das sind wunderbar robuste Sorten, sehr robuste Sorten. Es sind nicht alles Tafelobstsorten, manche sind Mostobstsorten. Hier jetzt mal vier bayerische Sorten. Ne? Also jede Region hat immer noch mal ihre eigenen Sorten, die in einer Region besonders verbreitet sind oder da einfach historisch sich durchgesetzt haben.
Das heißt nicht, dass sie nicht auch woanders angebaut werden können. Ne? Also wenn die bestimmte Eigenschaften haben, kann man die auch in eine andere Region mitnehmen. Das sieht man auch hier, Galloway Pepping zum Beispiel in Bayern sehr häufig, kam eigentlich aus England. Also das heißt, die Sorten haben auch die Regionen gewechselt. So, ein Nebeneffekt vielleicht noch, nur ganz kurz. Viele alte Sorten sind auch geeignet für Apfelallergiker, wissen auch manche nicht. Manche sagen, ich kann gar keine Äpfel essen, ich bin allergisch dagegen. Wir wissen inzwischen, dass die meisten alten Sorten verträglich sind. Das hat jetzt mit bestimmten Inhaltsstoffen zu tun und auch, das hat auch mit dieser genetischen Verarmung zu tun der modernen Sorten. Das ist sozusagen der Kollateralschaden. Standortgerechtes Pflanzen ist trotzdem wichtig, also wenn ihr pflanzen wollt. Nicht jede Sorte ist gegen alle Krankheiten resistent. Wenn man bestimmte Krankheiten aber berücksichtigt, kann man das mit Standort ausgleichen. Also Sorten, schorfanfällige Sorten dürfen wir nur an gut durchlüftete Standorte pflanzen. Mehltauanfällige Sorten dürfen wir nur im kühlen Klima pflanzen, also eher in Norddeutschland oder eher in höheren Lagen oder eher an Nordhängen und nicht gerade am Südhang oder im Weinbau, in der Weinbaulage. Krebsanfällige Sorten dürfen nicht auf staunasse Böden gepflanzt werden und auch nicht auf sehr schwere und schlecht durchlüftete Lehmböden oder Tonböden. Da kriegen die dann eher Obstbaumkrebs. Das ist eine Bodenfrage, das kann man aber über den Boden regeln. Das heißt, wir können unser Sortiment, wenn wir Boden und Lage berücksichtigen, durchaus noch erweitern. So, dann dachte ich jetzt für diese Veranstaltung hier, ich sage auch noch mal kurz mit ein paar Problemen im Klimawandel. Was kriegen wir demnächst vielleicht noch an Zusatzproblemen? Wir haben mit trockenen Standorten mehr zu kämpfen, dass auf relativ trockenen Standorten Bäume kaputt gehen, wie hier diese Birnen, die schon im Juli das Laub abwerfen oder im August das Laub abgeworfen haben. Was kann man da machen? Natürlich Bodenpflegemaßnahmen, alles, was, das wisst ihr besser als ich. Ansonsten starkwüchsige Sortenpflanzen und starkwüchsige Unterlagen. Gegebenenfalls müssen wir auch Unterlagen neu erfinden, sage ich jetzt mal, neu entdecken. Die Kirchensalamostbirne, die unter allen hochstämmigen Birnenbäumen steht, die ist sehr anfällig für Trockenheit und für bestimmte Phytoplasmosekrankheiten. Wir brauchen neue Wurzelunterlagen, ist aber ein eigenes Thema. Der Obstbau kümmert sich da nicht drum, weil starke Unterlagen sind für den nicht interessant. Und also für Streuobst wird keine Wissenschaft betrieben, das braucht man nicht. Und deshalb werden solche Fragen nicht weiter beachtet. Hier ist das eine Bild leider verrutscht. Sonnenbrandschäden haben wir an Früchten, haben wir aber auch an Stämmen. Jetzt muss man sich einmal mal so querstellen, damit man den Sonnenbrandschaden erkennt. Und auch am Laub. Damit haben wir auch mehr zu tun. Man muss sich ein bisschen überlegen, insbesondere Stämme müssen auf der Südwestseite gekalkt werden oder mit einem Lehmanstrich versehen werden. Wir haben in den warmen Lagen und überall, wo es trocken ist, vermehrt diese Rindenschäden auf der Südwestseite der Stämme. Die wachsen sich dann, da gehen dann noch Pilze im Nachhinein raus. Das nennt sich dann schwarzer Rindenbrand. Das haben wir auf trockenen, warmen Standorten. Also Wässern und Kalkanstriche oder Lehmanstriche. Ganz wichtig, das werden wir in Zukunft mehr brauchen. Ich bin gleich soweit. So, dann was haben wir noch? Wir haben Austrocknung an windausgesetzten Standorten. Muss man sich auch überlegen. Früher war das eigentlich gut. Ein bisschen Winddurchlüftung hat man weniger Schorfkrankheiten und so. Aber andererseits muss man jetzt abwägen. Ne? Zu viel Winddurchlüftung bringt auch eine Austrocknung. Also vielleicht doch mehr Heckenpflanzungen als Windschutz. Oder Waldrandnähe ist vielleicht dann gar nicht so schlimm. Das erlebe ich jetzt. In den letzten Jahren war ich glücklich über meinen Nordhang und die Waldrandlage. Also wir haben genug Wasser gehabt und haben nicht diese ganzen Sonnenbrandprobleme so stark gehabt. Häufige Blütenfrostereignisse kann man mit Vielfalt gegen angehen, indem man Spätblüher und Frühblüher hat. Und gibt es klimawandeltaugliche Sorten? Fragezeichen. Da gibt es noch ganz wenig Erkenntnisse, auf jeden Fall keine systematischen Erkenntnisse. Aber ich mache ja ab und zu Kartierungen und ich war sehr beeindruckt dieses Jahr. Da war ich in Mittelfranken bei Ansbach in der Kartierung und da war ein Trockenhang, wo alle Bäume wirklich furchtbar aussehen. Das Laub war schütter und die schon gelb geworden. Und mittendrin steht dieser Sonnenwurzapfel knackig mit knackigem Laub. Also fand ich unglaublich, wie gut der da steht. Das merke ich mir jetzt erstmal so als im Hinterkopf, aber das müsste man jetzt alles mal ein bisschen mehr ausprobieren. Ist das wirklich die Sorte oder war das ein Mikrostandort oder was auch immer? So, eine Vielzahl dieser Sorten ist auch in Streuobstbeständen noch gar nicht erfasst, geschweige denn in Genbanken gesichert oder auf ihre Eigenschaften systematisch untersucht und dass man mal sagen kann, die und die Sorten haben die und die Eigenschaften, die könnten da und dafür interessant sein. Also das heißt, wir müssen auch mehr hinschauen.
in der Landschaft, da wo wir leben und wohnen, da mehr schauen, was gibt es denn da Gutes, das lohnt immer. Ja, ein kleines Nachwort, ich habe jetzt was zu Äpfeln gesagt und wir bauen jetzt gerade bei uns noch eine Birnensammlung auf. Wir wollen das gleiche, im Prinzip das gleiche Thema mit Birnen auch nochmal durchspielen, weil da ist sowas Ähnliches passiert. Wir haben auch nicht mehr heute die robusten Birnensorten. Da sind viele verloren gegangen und wir suchen wieder robustere Birnensorten und pflanzen die eben auch am Nordhang so genauso auf wie unsere Äpfel und wollen dann da auch eben Erkenntnisse gewinnen, was ist eigentlich langfristig für Streuobst in Ordnung. So, damit bin ich durch und danke für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht noch ein Wort, ich habe auch noch eine Sortenliste, die ist aber sozusagen im Anhang, die könnte rumgegeben werden, gegebenenfalls, wenn Interesse besteht. Also Sortenliste für Hochstamm, aber auch eine Sortenliste für Niederstammanlagen, für extensive Niederstammanlagen. Ja. Also nur bezogen auf den Apfel. Ja, herzlichen Dank. Wir hatten leider sozusagen nicht so viel Zeit, dass Hans-Joachim noch viel mehr hätte erzählen können, aber wir wollen uns jetzt die Zeit für Fragen nehmen. Und wir machen es so wie eben, dass ich rumgehe und das Mikro weitergebe. Das ist jetzt mein Herzensthema, deswegen direkt die erste Frage. Was sind die Top 3 oder 4 bei dir in der Vermarktung beim Tafelobst? Weil davon sollten, also die Genetik, da bin ich ganz bei dir. Also auch im konventionellen Anbau kann man mit vielen Sorten schon mal ein bisschen was erreichen. Ich habe die gleichen Erfahrungen die letzten 20 Jahre gemacht, also mit Durchbruch von Topaz und sonstigen Sachen. Aber bin jetzt dabei und will neu pflanzen und will mich umstellen. Was sind so bei dir, was kannst du am besten geschmacklich verkaufen als Tafelobst? Also wenn man wirklich auf Tafelobst geht, sind für mich meine Favoriten sind Discovery für den August. Eindeutig. Ne? Ist also auch wenn er sonnenbrandempfindlich ist, der kriegt ein bisschen Sonnenbrandschäden, muss man ein bisschen beschatten. Discovery, dann kommt Jakob Fischer Ende August, ist ein riesiger Apfel, aber wir haben 1,8 Tonnen dieses Jahr davon gehabt, von 5 Hochstämmen oder 6 Hochstämmen haben wir alle vermarktet. Also weil der immer top aussieht und auch gut schmeckt, in der Direktvermarktung, nicht für den Großhandel. Ne? Also wenn ich Vermarktung sage, immer Direktvermarktung. Ne? Also Jakob Fischer kommt dann kommt Alk Mene, dann kommt Holsteiner Cox und spät im Jahr kommt noch Glockenapfel, wobei der schorfanfällig ist, der muss gut stehen, der muss gut durchlüftet sein, dann kann der gut, dann in der Vermarktung läuft der super und Finkenwerder Prinz vorher noch. Das sind so unsere Hauptsorten eigentlich, von denen wir ein bisschen mehr haben und die sich auch gut vermarkten lassen. Dann haben wir noch Zabergäurenette, auch immer schorffrei, immer super, hält auch bis in den Winter. Ist nicht ganz so gut zu vermarkten, aber geht auch. Und von der Unterlage, das lässt sich auch als Buschobst oder Halbstamm oder so? Alle Sorten lassen sich sowohl als Hochstamm als auch als Busch ziehen, das geht alles. Aber auf die M9 wird es dann eventuell ein bisschen schwierig. Einen großfrüchtigen Jakob Fischer auf der M9, der wird dann zu weich. Also so sehr großfristige Sorten, die brauchen eher eine stärkere Unterlage, weil sonst wären die zu groß und zu weich auf der ganz schwachen Unterlage. Aber ich habe sowieso gar keine ganz schwachen Unterlagen, ich mache das extensiv und alle schwachen Unterlagen, die ich mal gepflanzt habe, haben die Wühlmäuse alle gekillt. Also da ist nichts mehr von über. In dem Zusammenhang kann ich auch seinen Newsletter empfehlen, der eigentlich sozusagen im Wesentlichen für Hofkunden wohl ist. Ich bekomme ihn und finde es immer ganz faszinierend, sozusagen, was du da zu erzählen hast. Also für mich auch sozusagen wirklich eine Fortbildungart. Und das Zweite sicherlich, dass du den Leuten auch immer zur Verkostung halt die Obstsorten anbietest, dass die es halt eben durchprobieren können, weil sie sonst ja kein Kriterium haben, ob das passend ist. Genau, also das Probieren ist wirklich ganz entscheidend. Auch wenn einen Supermarkt hatten wir mal, der das gemacht hat, der hat das zu probieren gegeben. In dem Moment ist die Vermarktung hochgegangen. Wo das immer nur da rumlag in irgendwelchen Läden, dann läuft es immer ein bisschen schleppend. Also die Läden, die das nur rumliegen lassen, die können dann nur Sorten von uns kriegen, die schon relativ bekannt sind. Aber wir haben ja auch viele unbekannte Sorten, die gar keiner kennt. Ne? Und das geht nur, wenn das probiert werden darf. Ne? Oder man muss so viel davon haben, dass man die Sorte über Jahre an einem Ort bekannt macht. Dann kennen das irgendwann alle. Also ein Jakob Fischer, der ist jetzt in Bielefeld in allen Bioläden bekannt. Also der ist einfach den, weil wir den immer mit 1,5 Tonnen haben. Die dann in 6 Wochen weg müssen. Die müssen schnell weg, die 1,5 Tonnen. Frage, wie machst du das mit der längeren Lagerung? Man weiß es ja zum Beispiel von Südtirol, die haben halt dann eine kältere Temperatur oder Sauerstoffentzug im Lager, damit du auch den Winter überstehen. Kannst du sowas auch?
Nein, ja, leider nicht. Wir haben nicht genug Platz. Wir haben es nur in einer normalen Kühlung mit 3 Grad. Das ist ein bisschen. Wie lange halten die dann? Naja, sortenabhängig. Der Glockenapfel, den ziehen wir noch bis in Sommer. Also den verkaufen wir aber auch vorher nicht. Also andere verkaufen ja einen Buskopf schon im Oktober und einen Glockenapfel schon im Januar. Das machen wir konsequent nicht. Wir verkaufen die Sorten immer nur so, damit wir die Langlagersorten am Schluss auch noch haben. Melrose habe ich noch vergessen, den haben wir auch, trotz Schorfanfälligkeit, weil der einfach super lagert und keine Lagerverluste macht. So, das ist auch noch so eine Langlagersorte, also Melrose und Glockenapfel. Und die heben wir immer auf, vor April verkaufen wir die gar nicht. Die bleiben immer im Lager bis März, April und dann erst, wenn sie verkauft. Sonst würden wir nicht weit kommen. Wir müssen vorher mal alles andere verkaufen. Die Apfelsorten, die Sie bis jetzt beschrieben haben, gerade sind dann auch alles Sorten mit geringer Alternanz, nehme ich an? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja stark wachsende Sorten, die alternieren. Die sind da auch dabei. Also es ist ja in dem Sortengarten ist ja alles durcheinander. Das ist ja, ich sage mal, das habe ich als... Ich meinte jetzt die... Vermarktungssorten. Die Vermarktungssorten wie Alkmene, Holsteiner Cox, die alternieren auch etwas, aber nicht so stark. Die alternieren nicht so stark. Also ein Alkmene trägt relativ regelmäßig, ein Holsteiner Cox auch, also das geht, aber es ist nicht so, dass das ohne Alternanz ist. Und dann wollte ich noch fragen, mit dieser Rückkreuzungszucht mit dem Malus Floribunda, also wenn das dann auf einem Gen basiert, hatten die dann auch nur eine Möglichkeit, im Endeffekt das damit zu bekämpfen? Und dementsprechend war das einfach, das zu durchbrechen? Oder hat das irgendwie... Oder gibt es dazu nicht... Ich habe das nicht ganz verstanden. Ja, wenn das alles auf einem Gen basiert, dann wird dieses Gen ja wahrscheinlich im Aufbau von irgendwelchen Stoffen, die gegen den Schorf schützen, involviert sein. Und dann gibt es halt wahrscheinlich nur den einen Stoff, den die aufbauen, der davor schützt. Und war dann im... Damit kenne ich mich nicht aus. Okay. Damit kenne ich mich nicht aus. Okay. Ronny, hast du... Mich würde es interessieren, was du mit dem Apfelwickler konkret machst. Also was da jetzt deine besten Behandlungstipps sind und auch die Wühlmäuse. Ja, Apfelwickler machen wir die Verwirrmethode. In der Buschobstanlage machen wir die Verwirrmethode. Das heißt, alle 4 Meter kommt eine Kapsel hin, ab Mitte, Ende Mai, wenn die Apfelwickler anfangen zu fliegen. Und das ist die Hauptmaßnahme. Machen wir jedes Jahr. Und dann gucken wir immer auf einer anderen Fläche, die gleiche Lage hat, auch einen Nordhang hat. Da gucken wir immer, wie hoch ist dort der Befall. Also das ist auf der Streuobstanlage, da gucken wir, wie hoch ist da der Befall. Und wenn wir dann wissen, der ist jetzt hoch und der ist diese, also da gucken wir genau an welchen Tagen. Und dann machen wir Anfang Juni, Mitte Juni manchmal eine Spritzung mit Madex. Das ist so ein biologisches Präparat. Das ist eine biologische Waffe, ein Virus, der die krank macht. Den muss man aber sehr pünktlich spritzen, genau wenn die Apfelwickler Weibchen ihre Eier auf die Äpfel ablegen. Genau das muss man spritzen und deshalb muss man das genau beobachten, wann der Falterflug ist und wann die sich paaren. Und das kann man mit Fallen immer beobachten, wie viel sind unterwegs gewesen. Und dann wissen wir ungefähr, wann wir da spritzen müssen. Das machen wir aber nur 2-mal meistens so im Juni und dann hören wir damit auf. Während die Bio-Obstbauern, die tun das ja in jede Schorfspritzung mit rein. Die spritzen ja bis zum Ende der Saison, die spritzen 15-mal Apfelwickler. Wir machen das nur 2-mal am Anfang und haben das lange Jahre relativ flach gehalten. Also ein bisschen Befall haben wir, aber wenig. Es geht aber nur in großen Anlagen. Das mit der Verwirrung geht nur in der großen Anlage. Was war die zweite Frage? Wühlmäuse. Wühlmäuse? Oh. Habe ich die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Mit Jungpflanzen haben wir immer die Probleme. Die älteren Pflanzen, da staune ich. Meine M7-Unterlagen, ich hatte die Altanlage ist auf M7, jetzt mache ich mit M25 weiter. Auf M7, in den trockenen Jahren 2003 und 2006, gab es ein interessantes Phänomen. Da war schon sehr, sehr trocken, aber ich habe Lehmböden und der Wald ist oberhalb. Das heißt, der Grundwasser war noch da und die Wurzeln sind alle sehr in die Tiefe gegangen. Das heißt, es sind gar nicht mehr viel Flachwurzeln da, sondern die Bäume sind alle in die Tiefe gegangen. Das war jetzt erstmal der größte Schutz in diesen ganzen Trockenjahren jetzt. Wir haben nicht wässern müssen, die älteren Bäume, gar nicht wässern müssen. Weil die Wurzeln, ich habe mal nach Wurzeln gegraben und habe keine mehr gefunden. Also die sind alle wirklich nach unten gegangen, ganz erstaunlich. Und ja, und wenn wir mal sehen, dass so ein Baum schief steht, dann gucken wir immer, dann sind meistens, ist eine Wühlmaus, hat ihr Nest da drunter.
Das heißt, dann grabe ich einfach nur mit der Hand auf und hau das Nest raus und lasse das so offen, damit die erstmal abhauen, fähre den Baum wieder an und dann wachsen die Bäume wieder an, also bei den Älteren. Aber bei den jungen Bäumen haben wir teilweise Probleme und auch Ausfälle. So, wenn die so 3-4 Jahre alt sind, kämpfen wir auch mit. Hi, ich hätte auch zwei Fragen. Die eine Frage geht relativ schnell. Wo findet man oder wo bekommt man die Daten her für so alte Obstsorten, um sozusagen auch diesen Stammbaum zu sehen? Gibt es da Bücher, gibt es irgendwie Versuchsanstalten? Genau, ich habe das in einem Artikel mal gemacht. Ich habe 2010 mal eine Recherche gemacht. Das war meine Privatforschung, sage ich jetzt mal. Da habe ich meinen Urlaub mit verbracht und habe recherchiert von 500 Apfelsorten aus aller Welt, die ganze Züchtung, immer die Stammbäume. Wer sind die Eltern? Wer sind davon die Eltern? Wer sind davon die Eltern? Und also habe da eine Veröffentlichung gemacht, das ist im Internet zu sehen. Das kann man nachlesen, die Stammbäume der modernen Sorten. Nee, ich weiß nicht, das Springer Verlag oder so. Die haben das irgendwo, kann man das sehen. Diese Stammbaumtabelle, die kann man sehen. Und die andere Frage ist, wenn das interessiert, kann mir auch eine E-Mail schreiben, dann schicke ich den Artikel. Also das ist auch kein Problem. Wegen Unterlagen von der Apfel, weil es ja in den USA auch eine neuere Züchtung gibt, die Butterstoffe enthalten soll, dass die Wühlmäuse da nicht rangehen, und ob du damit schon Erfahrungen gemacht hast, Bezugsquellen hast, beziehungsweise schon ausprobiert hast. Nein, nichts. Ja, aus Zeitgründen leider nur noch die letzte Frage. Die leider nicht schnell zu beantworten ist vielleicht. Kommt natürlich auf dich an. Ich habe die Frage, wenn du eben nicht spritzt, wie ist so dein Management im Unterstock, um Schorf erste Infektionen zu vermeiden etc.? Also vor allem in Bezug auf Schorf. Wir vermeiden das gar nicht. Also wir vermeiden gar nicht den Schorf, weil wir tolerante Sorten auf die toleranten Sorten setzen. Ich mache gar keine Schorfvermeidung. Die Bäume stehen auch teilweise zu dicht. Also das wäre ja auch schon mal eine Vermeidung, dass sie nicht so dicht stehen dürfen. Ich habe sie relativ dicht damals gepflanzt. So, ich sage jetzt mal, naiv wie ich war, wollte halt ganz viele Sorten irgendwie auf einem kleinen Gelände sammeln und erstmal beobachten. Und also ich mache gar nichts gegen Schorf. Und wir mulchen dann ab und zu. Also das Gras wird 2-3 Mal im Jahr ungefähr gemulcht. Wenn es mal ganz doll wächst, auch 4-mal im Jahr, aber das machen wir dann mit Mulchen. Da machen wir jetzt keine besonderen Maßnahmen, aber sonst nichts. Also ich habe keine Angst vor dem Schorf, weil 50% der Sorten kriegen keinen Schorf, auch wenn der Schorf 100% in der Anlage ist. Mit Mehltau ist genauso. Mehltau kann da in der Anlage sein, der anfällige Baum hat es und der Nachbarbaum hat es nicht. Ich habe sogar 2 oder 3 Sorten, die sind voller Mehltau und sind aber tolerant, das heißt, die haben Mehltau, die Blattunterseiten sind weiß und die Oberseite ist aber grün und assimiliert weiter. Auch sowas habe ich. Es gibt tatsächlich alte Sorten, die haben 100% Mehltau. Die sehen von Weitem, sieht man schon, alles voll Mehltau. Und kein Schaden, die Sorte hat keinen Schaden davon. Die ist tolerant dagegen. Das ist Renette de France und Ripsen Pepping sind das. Die können Mehltau einfach haben. Nicht jeder, ne? Bei uns ist auch nicht jeder, der Corona hatte, ist krank geworden. Also so ähnlich kann man das vielleicht sehen. Ne? Also das gibt es eben auch. Ne? Deshalb bekämpfe ich gar keinen Mehltau und ich bekämpfe auch keinen Schorf. Also ich versuche nicht, den Schorf aus der Anlage auf Null runterzufahren, wie das im obstbaulichen Denken ja normalerweise der Fall ist. Weil ich einfach umgekehrt sage, ich setze auf die Toleranzen der Sorten. Ich müsste nur eigentlich die Hälfte meiner Sorten rausschmeißen. Ne? Weil die eben Schorf kriegen. Ne? Das ist halt unser Schau- und Lehrgarten jetzt, ne? Dass wir das alles zeigen können, ne? Dass wir eben solche Äpfel hier zeigen können, wer das kriegt, wer den Schorf kriegt. Ne? Schaut es euch an. Ne? Also ich hab hier mal so ein paar Sorten mitgebracht, wo die Bäume nebeneinander standen. Ne? Jonagold und hier Zabergäurenette und gelber Münsterländer Borsdorfer. Die Bäume stehen nebeneinander, die einen haben keinen Schorf und der andere hat Vollschorf. Ne? Stehen direkt nebeneinander, da habe ich jetzt dieses Jahr sogar mal ein Filmteam geholt, weil das keiner glaubt, ne? Dass das so dicht nebeneinander solche krassen Unterschiede sind. Und letztlich müsste ich eigentlich nur sagen, ich muss die ganzen empfindlichen Sorten, wenn ich wirtschaftlicher erfolgreich sein will, müsste ich die ganzen, nicht die anfälligen Sorten alle rausschmeißen. Das wäre eigentlich die Konsequenz. Und das wäre sehr schade, weil es ist wirklich sozusagen eine so anschaulich plakative Fläche, sich anzugucken, genau das zu sehen.
Wir haben ganz oft sozusagen eine Idee, was wir sehen wollen, und wir gucken nicht. Und ich finde, das ist einfach ein Wert deiner Arbeit, dass du eben genau hingeschaut hast und dann viele Dinge dadurch verstanden hast. Aber herzlich, vielleicht ein Satz noch. Wir haben aber als Konsequenz daraus, ne, weil ich natürlich auch gerne zeigen würde, dass das, wenn man die richtigen Sorten wählt, auch wirtschaftlicher machbar wäre, als das bei mir jetzt der Fall ist. Ne? Ein Sortengarten ist sehr schwer wirtschaftlich zu betreiben, aber um zu zeigen, dass das auch wirtschaftlicher machbar ist, haben wir in Witzenhausen, ganz in der Nähe der Landwirtschaftsuni, auch absichtlich dort, ne, da haben wir jetzt eine 1,3 Hektar große Fläche angelegt mit 40 gesunden Sorten. Als Buschobst auf mittelstarken Unterlagen, und da wollen wir eigentlich genau das zeigen. Da wollen wir genau das zeigen, dass das, wenn man die richtigen Sorten nimmt und die vielen, sagen wir mal, Schorfanfälligen rauslässt, dass man dann durchaus auch Obstbau betreiben kann mit einem anderen Pflanzenschutz, mit einer anderen Pflanzenschutzstrategie. Wir haben allerdings auch da 2 Reihen Lehrpfad eingebaut, dass man auch die Misere der modernen Sorten zeigen kann. Also auch da haben wir so einen Lehrpfad mit der Geschichte. Da geht es von der ältesten deutschen Sorte, da geht es vom Mittelalter bis in die modernste Züchtung. Hintereinander kann man denn so auf 200, 300 Metern kann man sozusagen die ganze Züchtung ablaufen, hat das alles dicht beisammen, und dann können wir erklären, was da in der Geschichte passiert ist. Das ist integriert in die Anlage, aber außenrum sind sozusagen die in Anführungsstrichen guten, robusten Sorten. Also das können wir aber erst, ich sag mal, tragen tut die Anlage erst in 3 Jahren oder so. Auf mittelstarker Unterlage dauert das 5 Jahre. Also wir müssen noch 3 Jahre warten, dann machen wir dort auch Führungen und sowas, ne, in Witzenhausen. Herzlichen Dank.